Hallo! Und damit begrüße ich euch hier zu einem weiteren Teil der Top 4-Ausgabe in Pokémon Gelb, meine lieben Freunde der gepflegten paranoiden Unterhaltung. Tja, da stehen wir jetzt hier nun. Die Top 4 haben wir besiegt. Erst beim Siegfried hatten wir zwei Verluste mitgehabt. Wir haben jetzt so gesehen nur noch ein komplettes Viererteam mit am Start, weil wir keine Beleber mit haben. Und ich natürlich auch generell keine Beleber überhaupt irgendwo mit reinnehme. Und was soll man natürlich damit festhalten? Wir sind in der Theorie zumindest Champion, in der Praxis natürlich noch nicht, weil wir hier noch einen noch mit besiegen müssen, und zwar den aktuell amtierenden Champion. Wenn ihr den letzten Part noch nicht mehr gesehen haben solltet, guckt euch den unbedingt mit an. Entweder jetzt oder unmittelbar danach. Könnt ihr euch gerne mit reinziehen, ist eure Sache. Hier stehen wir nun. Auf diesen Moment warte ich schon lange. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich mein Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Para, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt! An sich darf man schon mit festhalten. Er setzt natürlich ein Team ein, was hier mal absolut keine Typenpräferenz mit hat. Das kennen wir aber schon mehr oder weniger. Und deswegen gehen wir straight in den Kampf mit hinein. Die Musik ändert sich. Und das ist auch wirklich nur das einzigste Mal überhaupt, dass wir hier diese Musik mithören. Ihr seht es natürlich, 6 gegen 4. Und das ist auch somit jetzt so ein richtiger Sprite, der natürlich halt eben so richtig zeigt, yo, der Typ hat hier so richtig drauf. Wenn man auch so im Allgemeinen mal mit betrachtet, die Sprites unserem Rivalen von Beginn bis einschließlich jetzt haben sich natürlich mit geändert, und das sollte natürlich auch quasi mit widerspiegeln, wie jetzt auch so seine jeweilige Haltung im Sinne von seiner Stimmung, Erfahrung etc. pp. Mit darstellt. Das kann natürlich etwas mitwerten. Da ich natürlich halt eben weiß, dass er auch mit Sandama liegt, schicken wir natürlich hier Venom an dieser Stelle mit rein. Und Venom muss natürlich erstmal mit dem Rasierblatt hier erst einmal das Sandama erstmal wieder mit cleanen, so wie es auch schon des Öfteren mit getan hat. Und das sollte, ja, an sich ausreichen. War sogar mal wieder ein Critical Hit. Läuft an sich. Und ich ahne zumindest, da wird er jetzt wieder seinen Ausdruck wieder mit reinschicken. Stimmt, oder habe ich recht? Nein, Simsala! Der schickt das jetzt schon rein. Autsch! Ich dachte, der schickt jetzt sein Autos mit rein, aber nee, erstmal straight Simsala. Gut. Also Psychokinese, One-Shot. Bruce, Psychokinese, One-Shot. Sickle, One-Shot. Evolution, One-Shot. No Wrist, No Fun, Body Slam. Das Wies auf Level 59. Man darf es mal mit anmerken. Und diese Psychokinese, weil es Stab ist, weil es auch super effektiv ist, überleben wir! Wir überleben eine Stab-Psychokinese und paralysieren noch. Ey, komm schon, los. Wenn der das ist. Oh mein Gott. Ich hab damit jetzt nicht gerechnet. Alter Schwede, wie viel Glück kannst du eigentlich haben? Boah! Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht, wirklich nicht mal ansatzweise damit. Komm, Erholung. Kokowai ist sonst wie langsam. Ich setze ja keine Getränke ein. Wir gehen auf Erholung. Wie gut, dass ich auf Venom Erholung mit draufgepackt habe. Weil dann können wir das mal mit nutzen. Und Hypnose, ja gut, hey, Sekunde mal. Hat er Hypnose, Traumfresser-Kombination? Könnte zumindest sein, ich habe keine Ahnung. Wir setzen erst einmal so als kleine Option mal hier die Pokerflöte mit ein, unterbrechen natürlich so richtig die spannende Musik. Und, ja. Oh. Ready? Okay, machen wir das Ganze noch einmal. Und tun so, als ob halt eben das zuvor halt eben noch nicht mit passiert ist. Ja. Hat das etwa nur Hypnose drauf, dieses verdammte Vieh? Ich habe keine Ahnung. Body Slam.
macht natürlich überhaupt keinen Schaden, aber es ist paralysiert. Komm schon, ich hab jetzt... Komm, warte. Evolution. Alter, ich hätte nicht damit gerechnet, wir paralysieren, oder eher gesagt, wir überleben erst einmal eine Stab-super-effektive Psychogenese von Simsala, paralysieren es mit einem Body-Slam, hauen ihn noch einen zweiten noch mit rein, was kein Crit war, und das Vieh ist einfach Vollzeit paralysiert und er heilte es auch nicht, und somit konnten wir es allen Ernstes besiegen. Also ohne Mist, ich hatte da allen Ernstes befürchtet. Oh mein Gott, das wird natürlich nichts. Und warum gehe ich bitte schon auf Ruckzuckkipp? Warum mache ich das? Ich wollte doch auf Flammenwurf gehen. Hier, Flammenwurf. Komm schon, super effektiv. Und das reicht einfach nicht aus. Ach, sieh an, der setzt meine Top-Genesung mit ein. Also, Siegfried hat hier bisher an sich mal einen Hypertrakt mit eingesetzt, währenddessen Agathe und Lorelei lediglich mal mit einem Supertrank mal um die Ecke kamen. Und hier kommt zumindest auch mal eine Top-Genesung. Und ja, Staccato, eine Multi-Attacke. Und wenn quasi der erste Hit ein Critical Hit war, dann sind alle anderen ebenfalls autonom Critical Hits, weil das hier in der ersten Spielgeneration noch so mit umgesetzt wurde. Oh mein Gott! 3 gegen 4. Und unser Team ist gerade ein bisschen sehr angeschwächt. Schade eigentlich, dass Magneton ja noch nicht von Typ Stahl ist. Aber wir gehen dennoch mit dem Flammenwurf mit rein, weil... Wartmut. Und das macht er einfach schon ordentlich im Schaden. Sternschauer ist natürlich hier noch rein physisch, wir kennen es. Aber dafür ist er auch hier jetzt bei 50%. Komm schon, no risk, no fun. Wir gehen es an, wir müssen es mitsehen. Und es reicht einfach nicht aus. Der Kreideschrei allerdings ist jetzt nicht so das Momentum, was ich hiermit gebrauchen kann. Komm, Ruckzuckkipp, Magneton ist weg. Da waren es noch 2. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Alleine wegen Simsala, das gibt mir einfach noch keine Ruhe. Holy fucking moly. Jetzt kommt sein Austausch. Gut, ich muss aber jetzt Evolution... Ne, warte mal, Evolution brauche ich noch. Und zwar gegen sein eigenes Flammara. Evolution muss ich unbedingt in der Hinterhand mit behalten. So, es kann eine Wasserattacke kommen, es kann eine Eisattacke kommen. Ich würde am liebsten jetzt eine Wende mit reinschicken. Und ich glaube, ich muss es sogar. Aber wenn jetzt eine Eisattacke kommt, und davon gehe ich mal zumindest aus, wird das natürlich super effektiven Schaden mitmachen. Ne. Wir gehen ja auf die hohe Gewalt, Bruce. Bruce muss das richten, Bruce macht das jetzt hier. Wenn es sein muss, dann muss er eben Bruce damit draufgehen. Dornkanone, sieh mal eine Schau, eine Multi-Attacke und ausgerechnet, außer setzt ja Dornkanone mit ein. So, 3-mal getroffen. Aber stimmt, warte mal, Wasser, Eis. Weißt du, was das bedeutet? Turmkick. Komm schon, Turmkick, das Eis, das bringen wir zum Brechen. Da kommt ein Eisstrahl, das war ja schon irgendwie mit zu erwarten. Mal sehen, wie viel Schaden macht das. Ja, One-Shot. Gut, war an sich ja eigentlich auch nicht anders herleitbar. Warte mal, wie viel KP hat der jetzt noch? Sickle. Komm, wir müssen jetzt hier auf volles Risiko mitgehen. Schlitzer, bitte sei ein Crit, bitte sei ein Crit. Ein Crit sieht bei mir eigentlich ein bisschen anders aus. Mit Crit hätte ich eher damit gerechnet, dass wir hier den 20-fachen Schaden machen, aber komm schon. Und das ist natürlich ja ein One-Shot. Oh my goodness. Tja, Venom. Fuck my life. Ich habe jetzt so gesehen jetzt ein Pokémon jetzt sinnfrei mitgeopfert, weil ich zumindest angenommen hatte, dass der Crit ein bisschen mehr Damage mitmacht. Aber dass er so wenig macht, damit hätte ich nicht mit gerechnet. Oh my goodness. Level 54 für Venom. Man darf es allerdings mit bemerken. Jetzt kommt sein Fallmacher. 5 und fucking 60. Wollen wir es angehen? Komm, Igelsam. Es ist erstmal wenigstens bepflanzt. Das bringt uns erstmal einiges. Feuerwirbel geht erstmal schön daneben. Das ist erstmal eine sehr gute Sache. Und komm schon, Body Slam. Wir können es paralysieren. Können wohl bemerkt. Da kommt der Flammenwurf, der ist super effektiv. Und der macht natürlich halt eben auch nicht gerade wenig Damage.
Gut, wir haben natürlich jetzt sowieso nichts zu verlieren. Deswegen Top-Genesung einsetzen. Guckt euch nur das Team an. Guckt euch das an. Das ist ein bisschen schlecht für uns. Wir müssen jetzt hier eine Top-Genesung einsetzen. Komme, was wolle. Es hilft ja nichts anderes. Und dann mal gucken. Hätte das hier nicht mit einem Feuerwirbel angreifen und dann auch mal hier wieder daneben hauen können? Oh my goodness. Es ist jetzt zumindest mal im halben Bereich, aber ich kann es erstmal nur gegenheilen. Weil eigentlich war es ja zumindest mein Ansatz, dass ich jetzt hier vielleicht noch Bruce noch mit reinschicke, wenn Random hier mit drauf geht und das Vieh dann einfach hier mit weg Döner, aber dass das Ganze natürlich so mit ausgeht, war natürlich. Oh, du gehst für den Reflektor. Boy, mein Freund, ich danke dir wenigstens. Gut. Auf physischer Seite machen wir natürlich jetzt rein nichts mehr. Das sollte natürlich mir klar sein. Aber komm schon, Body Slam. Und da fällt man natürlich ein. Wir können doch eigentlich. Gut, jetzt kommt natürlich halt eben der Feuerwirbel. Das heißt, Multi-Attacke to go. Aber macht so gut wie keinen Damage hier. Wir hätten so gesehen auch auf Erholung gehen können. Fällt mir halt eben jetzt mit auf. Aber komm schon, das Ding, das rocken wir jetzt. Komm, wenn wir das jetzt hier nicht rocken, dann ist irgendwas faul im Start in Dänemark. So. Entweder wir hauen das Vieh mit einem Body Slam einfach noch mit weg. Oder der Egelsam macht natürlich dann mehr oder weniger dann hier den Rest für uns. Weil zum Glück haben wir mit Egelsam getroffen. Zum Glück haben wir das auch noch. So. Und das reicht einfach nicht aus. Reflektor setzt er halt eben noch mit ein. Hat sowieso noch keine Wirkung. Da kommt der Egelsam, meine lieben Freunde. Und wir gewinnen das Matchup mit, sagen wir mal, 1,25:0. Wir gewinnen das hart unter Levels. Du meine Fresse. Und ich bin einfach nur so froh, dass quasi Simsala uns so gesehen mit Venom, also dass Venom hier noch nicht durch Simsala mit einem Zug rausgenommen wurde, einfach nur mordsmäßig. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Man sehe es auch schon vorbei, nach all den Anstrengungen Liedertempel zu werden. Das ist nicht fair. Doch, ist es. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Wenn man sich fragt, warum ich quasi dem Typ hier so eine Synchro mitgebe, ist einfach so, das passt so am besten zu ihm. Insbesondere auch jetzt so in dem Moment. Verdammt, du bist der neue Tempel der Pokémon-Liga. Aber ich könnte das nicht. Du bist gemein. Stimmt, ich glaube, für jeden Professor oder so gebe ich ja insbesondere so einen Moment so mit. Auch wenn ich glaube, jetzt zum allerersten Mal überhaupt Professor Eich jetzt hier mal synchronisiere. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Pikachu auf den Weg gemacht hast. Para, du bist schon viel erfahrener. Noob! Du hast mich sehr enttäuscht. Ich enterbe dich. Ich würde dir am liebsten eine Maulschelle verpassen. Links und rechts. Und das so lange, bis du anfängst mit Lachen. Aber das ist nun mal hier in dem Spiel nicht möglich. Also zumindest, dass du lachen tust. Also, als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Noob, weißt du, warum du verloren hast? Weil du der absolute größte Kackbuhn auf Erden bist. Du hast deinem Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht, was es so gesehen erst ab der zweiten Spielegeneration erst so richtig viel Sinn mit ergibt. Hier ist es lediglich einfach nur wortgewandter Bullshit. So wirst du niemals Sieger werden. Ah, Para, du hast begriffen, dass, insbesondere das mit SZ, dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Deine Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich und insbesondere, weil du einfach nur mehr Glück als Verstand hattest. Ah, folge mir. Tja, so ist es nun einmal, so ist das Leben eben, es muss auch mal einen Gewinner geben. Herzlichen Kniestrumpf, das hier ist die Pokémon-Rubeshalle. Also streng genommen wäre es doch eigentlich so vom eigentlichen Regelwerk her, dass ja quasi der ehemalige Champion dann eigentlich auch mit hier sein müsste und das wäre dann so gesehen hier unser Rivale mit gewesen. Nur hier wurde das halt eben nicht mitgemacht. Dinge gibt's gar nicht außer hier. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden all ihre Pokémon mit geehrt. Ah, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Warum habe ich dir eigentlich gerade eine andere Stimme mitgegeben? Ach, egal.
Du wirst gemeinsam mit deinem Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Und somit, meine lieben Freunde, genießen wir noch das Momentum. Guckt euch das an. Venom, der mehr oder weniger das ganze Ding mitgerockt hat. Level 54. So, Bruce, der natürlich hat eben durch einmal Eisstrahl instant hier mit down ging. Die Dornkanone, die zählte so gesehen gar nicht, aber ist nun mal so. Tja, Sickle. Eigentlich wollte ich mit dem hier so richtig aufsetzen, dann ordentlich durchsweepen, aber hat sich halt eben anders mitergeben. Aber man muss natürlich sagen, Sickle hat sich wahnsinnig mitgeschlagen. Evolution, guckt euch das an, das natürlich noch mit überlebt hat und so gesehen im Rahmen dieser kompletten Top 4 am wenigsten beigetragen hat. Dr. Fauli. Da ist er hier, der MVP schlechthin, der hat hier ordentlich was zu melden. Und last but not least, Zeusus. Zeusus hat natürlich hier ordentlich aufgeräumt, insbesondere bei Lorelei und auch bei Siegfried. Tja, so ist nun mal der Stand der Dinge und letzten Endes auch wieder mit 151,00 Stunden. Sehr bemerkenswert, insbesondere es gibt hier 151 Pokémon, wir haben 151 Stunden. Zufall? Sind da die Illuminaten im Spiel? Wollen uns Außerirdischen etwas mitteilen? Nee, wir gehen am besten weiter. Das sieht gut aus, such mal Gehilfe auf, sobald du 50 Pokémon besitzt. Ja, wir haben ja noch nicht mal 50 Pokémon generell mit besetzen tun wollen, also generell mal mit gefangen, deswegen haben wir ja so gesehen noch nicht mal ein Drittel aller Pokémon überhaupt mal mit gefangen. Und wir reden jetzt erstmal hier nur von 150 Pokémon. Mew zählte so gesehen hier noch gar nicht mit, aber ist einfach so. Tja, mein Fazit an dieser Stelle ist, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal wieder die erste Spielegeneration mal wieder mitzuspielen. Das war auch so gesehen von meiner Seite aus gar nicht geplant, dass ich eigentlich hier die gelbe Edition oder generell die erste Spielegeneration überhaupt mal mitspiele. Also zumindest auch in dem Sinne, dass ich das für euch hier mit Let's Play und so auf diverse Themen mit eingehe, wo natürlich auch hier die Aktivität durchaus mit gegeben war über die jeweiligen Themen. Hut ab, muss ich wirklich sagen. Auch hat es mir generell mal wieder Spaß gemacht, hier mal wieder das Spiel in dieser Form mal wieder mitzuspielen. Also so gesehen, keine Nuzlocke im Allgemeinen, weil mit einer Nuzlocke hättest du hier wenig etwas gerissen. Insbesondere, wenn wir hier das wirklich in Form einer Nuzlocke mitgemacht hätten. Das heißt, sobald ein Pokémon besiegt ist, ist es auf der Pokébox und dann war es das an dieser Stelle. Ergo, was natürlich dann auch ja, eben solche Sachen beträfe wie Routen-Pokémon, das hättest du dann höchstens dann ohne Typesclaws mitmachen können, weil so gesehen gab es hier noch nicht so viele Pokémon mit am Start, die du überhaupt irgendwie noch hättest mitmachen können. Selbst in Kombination mit einem potenziellen Randomizer hätte das noch wenig etwas mitgebracht. Aber so als reguläres Abenteuer einfach nur Bombe. Einfach nur Beste. Gut, ein Part kommt natürlich noch an dieser Stelle mit. Allerdings wird es ja nicht die Afterstory sein für die Geschichte, dass sie jetzt in die Azure-Höhle mitgehen, dort noch Mewtwo herausfordern, bekämpfen und sogar noch einfangen kannst. Weil dazu habe ich keine Lust. Und so viel wird es auch nicht mitbringen, außer dass du in der Azure-Höhle auch mal so ein Charnier auf Level 65 und so ein Gedöns mal mitfindest, währenddessen Mewtwo auf Level 70 oder so dort rumvegetiert. So. Das heißt, im letzten Part, das ist natürlich dann mehr der Bonus-Part, geht es natürlich dann wie folgt zur Sache. Dort werden dann noch so einige Hardcore-Glitches und Bugs, weil natürlich hier die erste Spielegeneration absolut verbuggt bis zum Ultra war, werden natürlich dort mit gezeigt, zumindest die ich kenne. Und bei einigen, wo ich zumindest mal etwas davon gehört habe, möchte ich natürlich mal gucken, ob ich diese für euch hier mit repräsentieren kann. Aber ich denke mal, dass wir halt eben damit noch so ein paar Minuten noch mit füllen können. Ich bedanke mich erstmal hier fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen stets nach oben. Das wird hier immer einen loben. Und dann, tja, entweder bis zum Bonus-Part oder beziehungsweise bis zum nächsten Projekt, was dann hier Pokémon Smaragd sein wird. Freut euch schon mal mit drauf. Ich freue mich zumindest auch. Und bis dahin sage ich jetzt Tschüssikowski, tschö mit Öl.